Meine lieben Freunde, schön, dass ihr da seid und ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin's wieder, euer langjähriger Gitarrenfreund Georg Norberg vom Gitarreninstitut.com, der professionellen Gitarrenausbildung online. Und ich freue mich sehr, dass du heute in diesem Video mit mir zusammen die legendäre Gitarrenmelodie von Slash nachspielen lernst. Dieser legendäre Klassiker von Slash hat Kultstatus auf der Gitarre und sollte wirklich von jedem Gitarristen irgendwann einmal in seinem Leben gelernt werden. Und heute ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir bei dir Geschichte schreiben, nämlich einen neuen Meilenstein setzen, Sweet Child of Mine, die Klassikermelodie auf der Gitarre nachzuspielen. Wir können auf der E-Gitarre spielen und genauso auf einer akustischen Gitarre kannst du es auch mal probieren, wenn du hoch genug kommst, wenn du an den bis zum 15. Bund mit deinen Fingern kommst. Das ist also die Position, an die wir kommen sollten, damit wir die Melodie spielen können. Wichtig zu wissen für dich ist, wir bleiben im Standard-Gitarrentuning, also in der ganz normalen Standardstimmung, wie du sie mit dem Stimmgerät zu Hause auch nachstimmen kannst. Gespielt wird das Ganze soundtechnisch mit voll aufgedrehten Potis, ja, Tone und Volumen. Und wir wählen auf unserer Gitarre die Rhythmusposition aus, was so viel bedeutet wie der Hals-Pickup ist aktiv und dieser helle, knusprige Steg-Pickup, den lassen wir mal außen vor, weil das wird einfach zu spitz. Deswegen hat Slash auch einfach diesen etwas dumpferen Hals-Pickup gewählt, weil die Melodie eben schon so hoch ist und damit wir eben keine Ohrverletzungen bekommen. Ja? Also in Kombination mit dem Hals-Pickup und dem verzerrten High-Gain-Sound, den du dir an deinem Verstärker einstellst, haben wir hier die beste Voraussetzung. Wir beginnen unsere Melodie hier im 12. Bund auf der D-Seite. Einmal angeschlagen und das Ganze funktioniert in ganz gleichmäßigen Achteln. Das heißt, über den Rhythmus musst du dir gar nicht so viel Gedanken machen. 12 und jetzt geht es auf die 15 hoch der B-Seite. Da müsst ihr ein bisschen gucken, der 15. Bund ist auch markiert. Ja. Ich gehe genau wie Slash mit dem Ringfinger auf den 15. Bund. Ihr könnt auch den kleinen Finger benutzen, wird allerdings schwierig, das dann auf Tempo zu bringen. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Ich verwende das Original, den originalen Fingersatz. Erster Finger und dann den Ringfinger, den dritten Finger, auf den 15. Bund der B-Seite. Und anschließend nehme ich den Mittelfinger und greife hier den 14. Bund auf der G-Seite. Und mit dem Zeigefinger den 12. Bund auch auf der G-Seite. Ja. Ich spiele das Ganze noch mal langsam durch. Ich mache das Ganze noch mal langsamer. 12 auf der D-Seite. 15 auf der B-Seite mit dem Ringfinger bitte. 14 auf der G-Seite mit dem Mittelfinger. Und 12 auf der G-Seite mit dem ersten Finger. Ja. Ich empfehle dir, die Melodie mit originalgetreuen Fingersätzen nachzuspielen, selbst wenn es vielleicht für dich erstmal logischer erscheinen mag, vielleicht den kleinen Finger hier unten zu verwenden. Es ist dennoch so, dass wir im sportlichen Modus, wenn wir das nachher ein bisschen schneller spielen wollen, mit dem kleinen Finger immer wieder unsere Probleme bekommen. Man kann es natürlich trotzdem machen, aber man macht es sich unnötig schwer. Und auch wenn du vielleicht die Gitarre ein bisschen tiefer hängen haben willst, wie die Gitarrenlegende Slash es tut, dann macht es einfach Sinn, den Fingersatz zu wählen, wie ein Blues-Gitarrist oder auch wie ein Rock'n'Roll-Gitarrist, nämlich mit drei Fingern zu spielen. Erster Finger geht auf den 12. Bund der D-Seite, der Ringfinger geht auf den 15. Bund der B-Seite und so können wir schon mal beginnen, die Melodie zu spielen. Wir haben den ersten Ton auf der D-Seite und gehen dann runter zum 15. Bund auf die B-Seite mit dem Ringfinger. Ja, das ist genau die Oktave, das sind beides D-Töne. Und dann geht es ganz bequem mit dem Mittelfinger, der wartet schon förmlich darauf, auf die 14 der G-Seite. Und der Zeigefinger geht auf die 12 der G-Seite zurück. Ja. Und jetzt endet die Melodie mit einem immer gleichen Lauf. Ja, und hier hat sich Slash einer ganz beliebten klassischen Kompositionsmethode bedient. Er hat einen Pedalton eingebaut. Der Pedalton sorgt dafür, dass wir eine gewisse Konstante in unserer Melodie haben und beim Zuhörer dadurch ein großes Vertrauen auslösen in den Musiker, dass das, was er da spielt, auch Hand und Fuß hat. Also, dass es wirklich auch ein schönes Fundament hat. Ich spiele diesen 14. Bund immer mit rein
Und habe dadurch einen sehr schönen Gegenspieler zu meinen anderen Melodietönen, aber nur, wenn ich den immer mit Abwechslung reinspiele. Und genau das passiert jetzt eben in diesem legendären Gitarrenriff. Jetzt machen wir das Ganze nochmal ganz langsam von vorne. Wir fangen mit dem ersten Finger im 12. Bund der D-Saite an. Spielen diesen Ton mit dem Plektrum, mit einem Abschlag. Und dann dämpfe ich auch hinten schon die Saite ab und gehe mit dem Zeigefinger runter von dem Ton, ja, damit ich den nächsten Ton, nämlich hier im 15. Bund, auf der B-Saite greifen kann. Ich greife ihn, ich zupfe ihn mit dem Plektrum an. Gehe dann wieder runter, dämpfe die Saite ab, dass die Töne also schön abgegrenzt sind voneinander zu Beginn. Und gehe dann mit dem Mittelfinger auf die 14 der G-Saite hoch. Das ist die dritte Saite von unten. Ich hoffe, man kann es gut erkennen und du kannst es zu Hause schön nachspielen. Ja, so muss es klingen. Anschließend geht es nahtlos weiter über zum 12. Bund auf derselbigen Saite. Und da nehme ich den Mittelfinger eigentlich erst runter, wenn der erste Finger wirklich auch auf der 12 sitzt. Okay? Sodass ich hier einen sehr flüssigen, schönen Übergang habe. Ja? So, und jetzt kommt das Ende von der Melodie. Da muss ich mit dem Ringfinger ganz runter auf die 15 der hohen E-Saite und gehe dann mit dem Mittelfinger auf die 14 der G-Saite und dann runter mit dem Ringfinger auf die 14 der E-Saite und hier wieder zurück auf die G-Saite. Das ist eine sehr gute Übung, um das Saitentreffen zu üben. Also wenn du da Probleme hast, dass du mit dem Plektrum immer die falschen Saiten anschlägst beim Spielen, ist das eine ganz hervorragende Übung, dir ein gutes Gefühl beim Saitenwechsel hinzutrainieren. Ja, also ich bekomme das am besten hin, indem ich mir hier immer den Handball nutze und den hinten auf den Reitern abstütze. Gleichzeitig mag ich es eben auch, Noten, die ich nicht mehr brauche, abzudämpfen, überhaupt Leerseiten, die tiefen Leerseiten auf diesem Wege auch zu eliminieren. Und habe eben gleichzeitig dadurch den Vorteil, dass ich hier einen Fixpunkt habe und kann aus dieser Homebase, auf meinem Fixpunkt ganz schnell auch aus dem Gefühl heraus die richtige Saite treffen, ohne dass ich jedes Mal hinschauen muss. Sehr großer Vorteil. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie wir das Ganze schön flüssig hinbekommen. Die einzelnen Töne, die wir jetzt erstmal nur zur Orientierung gespielt haben, wollen wir jetzt mal ein bisschen mehr in Fluss bringen. Und das Ganze funktioniert, indem wir hier beginnen, sich vorzustellen, eine Leiter hochzuklettern. Du würdest niemals Sprosse für Sprosse hochhüpfen. Es ist eigentlich Common Sense und auf der Gitarre wird es eben trotzdem manchmal nicht berücksichtigt, weshalb wir dann auf der Gitarre sämtliche Nebengeräusche haben und vor allen Dingen auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, uns fehlt nachher die Orientierung. Wenn du die Töne alle abhüpfst, dann weißt du nie so richtig in den Fingern, du wirst nie dieses Gefühl bekommen für den richtigen Ton an der richtigen Saite zum richtigen Zeitpunkt. Also es ist schon wichtig, wirklich mit dem Zeigefinger so lange drauf zu bleiben, bis der Ringfinger auf der 15 dann auch wirklich sauber drauf sitzt und immer so ein bisschen vorausschauend zu spielen, also auf den nächsten Ton zu gucken, die 14 auf der G-Saite, ja, und den Ringfinger erst runternehmen, wenn die 14 sitzt, ja? Ich mach's mal ganz langsam nochmal, damit du wirklich nachvollziehen kannst, was ich meine. Stell dir eine Leiter vor, ja, und ich kletter die Leiter hoch. Nochmal. Jetzt nehme ich den Zeigefinger runter, jetzt nehme ich den Ringfinger erst runter und jetzt setzt sich schon der Zeigefinger auf die 12 in weiser Voraussicht drauf und der Mittelfinger, der verlässt seine Position erst, wenn der erste Finger wirklich auf der 12 drauf sitzt. Und hier dasselbe, von der Note G geht es eine Oktave rauf auf den 15. Bund der hohen E-Saite. Und auch hier wird wieder sehr smart und geschickt rübergegriffen. Ja? Zeigefinger erst runternehmen, wenn der Ringfinger drauf sitzt. Und jetzt komm ich zurück mit dem Mittelfinger auf die 14 und spiele den Pedalton. Lass ihn liegen, ja? Nehme nur ein bisschen die Spannung runter von dem gegriffenen Ton. Halte also nur noch die Saite so ein bisschen fest und greife dann mit dem Ringfinger unten die 14 auf der hohen E-Saite.
Um dir die Struktur noch mal so ein bisschen zu erklären, wir haben zu Beginn immer einen Grundton, ja, das ist in diesem Fall die Note D, den spielen wir und dann kommt eben dieser Rest der Melodie und der ist in jedem Takt gleich. Das heißt, kannst du den ersten Takt spielen, der wird am meisten Arbeit benötigen jetzt am Anfang, kannst du den ersten Takt aber spielen, kannst du das ganze, die ganze Melodie fertig spielen, ja, weil du nämlich nur noch die Grundtöne verändern musst. Ich zeige dir, was ich meine, ich spiele mal die Grundtöne laut. Ja. Die Grundtöne sind einmal Note D, dann nochmal die Note D, dann geht es zur Note E im dritten Takt und im vierten Takt. Im fünften Takt beginnen wir mit der Note G im 12. Bund der G-Seite und dann geht es wieder zurück zur Note D und nochmal die Note D. Damit ist das ganze Riff abgeschlossen und dann beginnt es wieder von vorne. Das wird dann also nochmal insgesamt durchwiederholt. Also ich spreche einfach mal die Grundtöne mit, damit du da Bescheid weißt. Die Melodie ist wirklich jetzt Übungssache, dass du da einen gewissen Fluss reinkriegst. Also der Ablauf einfach nur mal zum Verständnis. Note D als Grundton. Dann kommt dieser wiederholende Melodieteil und jetzt kommt die D-Seite nochmal, die Note D. Jetzt geht's zur Note E im 14. Bund der D-Seite. G als Grundton gespielt, auf der G-Seite im 12. Bund. Und dann geht's zurück zur Note D. Und dieser Part, diese zwei Takte, die ich gerade gespielt habe, die sind zu Beginn einmal vorhanden und auch am Ende des Riffs. Das heißt, also, wenn man es durchspielt, klingt es so, als würde dieser Teil viermal gespielt werden, hat allerdings in der Mitte so einen gedanklichen Unterbrechungstaktstrich. Ein Wort zu den Fingersätzen. Wenn du es gewohnt bist, mit dem kleinen Finger zu spielen, kannst du selbstverständlich auch den kleinen Finger benutzen, um den 15. Bund abzugreifen, den Ringfinger immer benutzen für den 14. Bund. Und dann hast du den Mittelfinger, der entsprechend dann einfach nicht verwendet wird. Ja? Wenn dein kleiner Finger super trainiert ist und du wirklich schnell bist, dann hast du dadurch auch keine Geschwindigkeitseinbußen. Wer den kleinen Finger in der Vergangenheit vernachlässigt hat, der ist besser beraten, mit diesen drei Fingern wieder Slash zu spielen im Original. Hat außerdem noch den Vorteil, du kannst die Gitarre etwas tiefer hängen lassen, was natürlich einfach cooler aussieht und auch ein bisschen mehr Spaß macht zu spielen, als wenn die Gitarre immer so weit oben ist. Ja? Also das ist sind so zwei Vorteile, die man hat. Einmal ist es eben leichter mit so einem schönen, kräftigen Ringfinger hier die 15. Bünde abzugreifen und natürlich ist es möglicher, besser möglich, die Gitarre ein bisschen tiefer hängen zu lassen. Trotzdem, ja, wer sich entschließt, es mit dem kleinen Finger zu spielen, dem zeige ich mal, wie man das auch schnell spielen kann. Das ist kein Problem. Ja, also es geht genauso. Was halt wichtig ist, wenn man das wirklich auf Tempo bringen will, ist, dass man mit den Fingern immer möglichst in Kontakt ist mit den Saiten. Also dass man niemals... Das passiert ganz oft unbewusst, dass man niemals mit den Fingern zu weit weggeht von den Saiten und die Töne immer als einzelne Subjekte sieht, sondern immer als Kette, immer als Zusammenhang. Ja? Egal mit welchem Fingersatz, das betrifft alle Fingersätze. Ich bin also praktisch immer mit mindestens einem Finger in Kontakt mit meinem Griffbrett und der andere Finger, der sucht sich seinen Weg anhand diesem Orientierungspunkt, den uns der alte Ton einfach noch liefert. So, jetzt geht es noch weiter. Die Melodie wiederholt sich ja wie versprochen. Die ersten 8 Takte sind sozusagen die Grundlage von der Melodie, dann wiederholt sich das Ganze nochmal. In Takt 19, 20 sind wir praktisch in der dritten Wiederholung dieser Melodie drin und spielen dann einfach nochmal das altbekannte Muster mit der 14 und in
Takt 21 und 22 endet die dritte Wiederholung von dieser Melodie mit dem 12. Ton, mit der Note G. Und jetzt, in Takt 23 ist das, spielen wir die Melodie ein kleines bisschen anders. Wir halten mit dem Mittelfinger die Note A auf der G-Seite im 14. Bund einmal fest und spielen. Und ich achte wirklich darauf, dass das letzte Glied vom Mittelfinger so sauber von vorne auf die Seite drauf geht, dass die unteren Saiten alle noch frei klingen können. Ich hoffe, man sieht das gut, ja, auch hier in diesem Fall. Wenn ich jetzt mit dem ersten Finger den 12. Bund auf der hohen E-Seite greife, ja, dann hindert mein Mittelfinger nicht durch schlechtes Greifen, durch schlechte Technik, die Saite am Schwingen, ja? Also, sondern ich bin wirklich von vorne drauf, ganz lehrbuchmäßig. Ja? Und den Pedalton schlage ich einfach jedes Mal an und dämpfe ihn tatsächlich mit der rechten Hand so ein bisschen ab. Man könnte die Töne auch miteinander verklingen lassen, aber dann entstehen so komische Klingelgeräusche manchmal, die nicht besonders schön sind. Ich finde es einfach angenehmer, wenn ich auch hier, wenn es naheliegend ist, trotzdem mit dem Mittelfinger ein bisschen runtergehe von der Seite oder ich dämpfe eben hier mit meiner Dämpfzone auf der rechten Hand nochmal richtig schön die Saiten ab. Sehr gut, wir zwei haben mal wieder alles gegeben und das mit dir und der Gitarre, das läuft immer besser und besser. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann komm in meinen E-Gitarren-Masterkurs. Das ist die erste E-Gitarren-Grundausbildung, die dich professionell von null in die Band bringt, in 7 Monaten, in sehr, sehr kurzer Zeit. Da ist einfach das systematische, aufeinander aufbauende Lernen der riesengroße Unterschied zwischen dir und zwischen anderen YouTube-Gitarristen, weil du einfach dadurch in sehr kurzer Zeit sehr viel weiterkommst, bis in die Band. Das Beste ist, es funktioniert in jedem Alter und es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir machen jetzt mal die Melodie nochmal auf halbem Tempo mit der gesamten Tabulatur, die ich unten mitlaufen lasse, schön gleichmäßig zusammen durch. Denke einfach daran, du musst natürlich die Melodie einigermaßen in die Finger eingebrannt haben. Du wirst jetzt nicht auf den ersten Tag sofort mitspielen können, das ist ganz normal. Aber nach so ein paar Tagen Übung solltest du mit diesem Video eigentlich ganz gut zurechtkommen. Und dann bist du bereit, eben auf halbem Tempo mitzuspielen. Spiele sauber, versuch wirklich schön die Fingersätze zu berücksichtigen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Mach es gut, gib dem Video einen Daumen hoch und hinterlass deine Fragen als Kommentar. Wenn du welche hast, lass es krachen. Dein Georg Norberg. Hau rein. Tschüss.